Hello again, the fourth day. Wir haben heute den 4. Juli 1776. 1776 und die Amerikaner haben die Unabhängigkeit. Ob wir Deutschen jemals eine Unabhängigkeit bekommen, weiß ich nicht. So, ich habe mir wirklich Zeit genommen und dieses Video hat einen Grund. Nicht nur, dass heute der 4. Juli ist und wir mit den Amerikanern null nix zu tun. Aber TikTok, Snapchat, Facebook zeigt, dass wir halt verbunden sind, auch am 4. Juli. So, mein Problem ist, dass ich viel zu normal bin, um crazy zu sein. Um 1000 Klicks bei TikTok zu bekommen, muss man verdammt crazy sein oder eine Frau, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das mal analysiert. Du brauchst 1000 Klicks. Dann darfst du online gehen, live. Du darfst dann live online gehen und darfst dann Sachen machen. So, bei TikTok darf ich persönlich 3 Minuten, 60 Sekunden, 15 Sekunden und habe ich ja gemacht. So, ich muss einfach nur gestehen, wenn das wirklich tatsächlich nicht mein Beruf wäre, würde ich das auch nicht machen, bin ich. Absolut ehrlich, das muss einfach mal gesagt werden, nicht weil heute The Fourth Day ist, der 4. Juli und ich das, wie gesagt, beruflich mache seit über 40 Jahren, sondern mir fällt es auf. Mir fällt es auf, dass ich Sachen sehe bei TikTok, Snapchat, Facebook, naja. So, hier habe ich was liegen, genau. Jim Knopf, den zweiten Teil, die wilde 13. Die wilde 13, wisst ihr ja. Und naja, eine deutsche Produktion mit Henning Baum. Ihr glaubt es kaum, ein deutscher Schauspieler. Ein deutscher Schauspieler, der hier um die Ecke gewohnt hat, wie hier vorne ein gewisser Herr Drache gewohnt hat. Genau hier gegenüber, von diesem Fenster zum anderen Fenster, war Herr Drache, der jetzt in Berlin und jetzt wohl nicht mehr lebt, müsste ich recherchieren. Sind wir also beim Thema Google. Wir sind bei Google und wir googeln uns ein und stellen fest, 1776, the fourth day, der 4. Juli, Unabhängigkeit von Amerika. Also in Amerika ist heute Feiertag und einige begehen diesen auch. So, wir sind aber hier in Germany, in Deutschland und in Deutschland herrscht Pandemie. Ja, noch einmal, da das, wie gesagt, mein Beruf ist, habe ich von Montag 10 Uhr bis Freitag 18 Uhr wirklich tatsächlich mit diesem Thema etwas zu tun. Menschen drucken aus bis zu 30 Seiten Covid-19, was immer das auch darstellen soll. Ich muss wirklich sehr oft die gesundheitlichen Papiere fotokopieren, verkleinern und einschweißen. Viele Menschen denken sich was aus, sie nehmen ihren Ausweis, diese Scheckkarte, mit dem, dass sie Covid-19 geimpft sind. Wir legen das da so dermaßen drauf, dass das alles stimmt, damit sie in den Urlaub können. Damit sie das Original im Safe liegen haben und immer schön bei sich. Ob in Griechenland, Türkei, Mallorca, egal wo, sie zücken es. Ich bin geimpft, ich bin geimpft. Dieses Video hat einen Inhalt und zwar Rückschluss 100 Jahre. Rückschluss 100 Jahre. 1920 bis 1945 muss ich keinem erklären, aber doch, und darum mache ich es. Ich muss 1920-45 erklären, weil die Jugend von heute, die TikToker sind, Snapchatter sind, also die, die es geschafft haben, sogar live gehen zu dürfen. So, diese Person, ich sehe ja auch verdammt junge Menschen, zwischen 6 und 8 Jahre, deswegen mache ich gerade das Video, die laufen hier mit TikTok durch die Gegend und machen Klingelmännchen. Klingeln einfach überall an und finden das super toll. Sie sagen es ja auch bei TikTok. Ah, Klingelmännchen, soll ich auch bei dir mal Klingelmännchen machen? Ja, okay. Mein Problem ist, wenn man völlig normal ist, so, völlig normal ist halt an diesem Leben
teilgehabt zu haben und durch den Schliff, wir werden alle geschliffen in diesem Leben, durch diesen Schliff sind wir an etwas herangekommen, was uns geprägt hat und immer noch prägt. So, wenn man eine Prägung hat, ich mache jetzt diesen Videoclip und ihr seht diesen Videoclip und ihr wisst selber, wie viel Arbeit es ist, so einen Videoclip überhaupt zu gestalten, auf den Weg zu bringen, für einige in Hoffnung Stars und Sternchen zu werden. Heute Morgen bin ich um 8 geweckt worden und habe schon viel Smalltalked. Somit fühlt man sich auch gar nicht mehr alleine. In der Analogie ist man alleine, in der Analogie lebt man alleine, aber digital ist man mit der ganzen Welt verbunden. So, ich habe eine Blondine beim Umändern, genau, beim Umändern in Miami von einem rosa Becken in ein schwarzes Becken. Ja? Also sie hat ein rosa Becken, wo Wasser und wo sie drin schwimmt, hat sie sich gedacht, mach ich schwarz. So, sie hat einen Hauch von nichts an, ja, in Miami, ich meine, bei dem Wetter ist das okay. Und mit diesem Hauch von nichts hat sie dann, wie gesagt, geteert, gefedert auf Deutsch, also sie hat das ganze Schwimmbecken in schwarz gemacht. Eines ist ja wohl klar, in Miami herrscht eine andere Witterung und die Sonne ist da ein bisschen wärmer. Was das bedeutet für so einen Pool, naja, wird die junge Frau sicherlich merken. No? Ja. Jetzt kommt mir bitte nicht, weil eine super Blondine mit einem Hauch von nix das gemacht hat und dann auch noch Flip-Flops anhatte. Ich erwähne das nur, was ich gesehen habe. Das hat jetzt nichts mit negativ-positiv zu tun, das ist eine Erwähnung. Mir ist halt aufgefallen, dass das da, diese Weltelektronik, doch ein bisschen schräg ist. Es ist eine schräge Welt. Wer sehr schräg ist, wer sehr schräg unterwegs ist und wer viel Glück hat, Sponsoren zu haben, der hat natürlich in dieser Welt eine Machtposition. Und mit dieser Machtposition kann er natürlich eine Menge Veranstalten auf den Weg bringen. So. Ich habe mir wirklich Sachen angesehen, wo ich mich frage, was soll das? Gut, was ich jetzt vorhabe, ist nicht so interessant. Ich habe euch erwähnt, dass ich die Musik selber mache. Das Ding ist nicht leicht. Das Ding ist nicht leicht. Ich werde also selber Musik machen. Und nicht nur das. Die Frage lautet ja, was könnte man machen, um Videos so zu gestalten, dass sie sehenswert wären. Sind Videos in der heutigen Zeit sehenswert, ja oder nein? So, bei TikTok 3 Minuten, 60 Sekunden, 15 Sekunden reicht ja an sich aus für eine kurze Botschaft. So, wir vom Bund Deutscher Filmemacher, BDFA, sind es gewohnt, 3 Minuten Cup, 20 Minuten Cup. So, ob man nun im Urlaub war, oder so tut, als ob, oder so wie ich jetzt euch Isenburg gezeigt habe als Foto mit Musik. Ich werde sicherlich nochmal ein bisschen von der Isenburg zeigen. Jeden, der da mal verweilt Richtung Hattingen oder in Hattingen oben an der Isenburg, einfach ist ein langer Weg nach oben. Und für Herz, also ich habe Herzschwäche leider, ist das nicht so gut. Und die Restfolge davon habe ich gemerkt, leider. Aber nicht so schlimm. Noch bin ich da, seht ihr ja. Und es ist schon kraftanstrengend, auch vor einer Kamera zu sitzen, um zu sprechen, weil es ja Sauerstoff. Naja, egal. So, es ist der 4. Juli und ich habe einen Videoclip gemacht am 4. Juli in Gedenken der Amerikaner 1776 Unabhängigkeit. Sie sind unabhängig. Vorher haben die sich ja reichlich geprügelt. Ne? Frankreich und England waren ja dort und haben mit den Sioux-Indianern und so weiter und so fort. Viele Filme konnte man sich ja ansehen. Für die, die Western-Freunde waren, und das ist die Kernaussage. Und darum habe ich das Video heute am 4. Juli gemacht. So. 1920 bis 1945 hatten wir eine Wahnsinnszeit. Unsere Eltern wissen das. Unsere Großeltern erst recht.
Wir haben von 45 bis 95 unsere Zeit gehabt. Crockett zum Beispiel in den 80ern. Hm? Crockett, Miami Vice. Komme ich deswegen drauf, weil er heute und gestern auch mehrere Videos gezeigt hat bei TikTok. Und er hat sich bedankt für Miami Vice und er hat auch auf die Serie verwiesen, dass die jetzt irgendwo läuft. Miami Vice wird jetzt irgendwo wiederholt und er hat diesen Crockett gespielt und ich habe auch darüber nachgedacht, yes, ja, das war so, wir trugen diese Blazer, wir hatten dieses Outfit, also war nicht schlecht, also es war schon, ja, okay, jetzt hatte man keinen farbigen Freund, wer einen farbigen Freund hatte, der konnte dann wirklich auftreten in einer Disco, Miami Vice. So, in einer Disco wurde auch das Lied gespielt, das war ja melodiös und deswegen komme ich auch drauf, wegen dieser Orgel bzw. Synthesizer, wo man dieses nachspielen kann und sich dann da wieder, ne? Und ja, zu dem Zeitpunkt 79 ging es ja auch los mit Star Wars. Ihr merkt schon, dass so 79, 80, also 80 erst recht, so langsam es losging. Ne? Und jetzt haben wir 2021 und es ist Stillstand. Wir haben jetzt am 4. Juli, Gott sei Dank, Glück, dass wir alles wieder machen können, was wir machen möchten. Ja? Wir haben seit dem 3. Juli wieder eine Totaleröffnung, man kann überall rein. Man hat sich an die Maske bzw. Mund- und Nasenschutz gewöhnt. Man darf wieder bunt tragen, man muss halt nicht die tragen, die uns aufzwingen. Bei mir im Geschäft, im Shop, kommen die Leute halt mit medizinischen. Also nicht alle haben diese auf. Einer hat sich halt der schöne schwarze besorgt und einige haben modische auf. Was mir nur aufgefallen ist, dass die Jugendlichen und Kinder tatsächlich das unheimlich gerne tragen. Ja? Jugendliche und Kinder, vor allen Dingen Kinder, tragen Mund- und Nasenschutz, als ob das sein müsste. Es knattert keiner. Die verlangen das sogar von selber, ne, nehmen das und... Das Lustige ist, wenn wir Film- und Fotoarbeiten haben, da sage ich immer, du, das muss jetzt ab. Na, also wenn wir Fotoarbeiten und Filmarbeiten machen, besonders Passfotos, wenn man dann da so sitzt, so, na, keine Mimik machen, nur gucken, dann haben die ja Teile auf, dann sage ich, muss leider ab. Also so, darum geht es mir jetzt in diesem Videoclip. Wir haben uns an alles gewöhnt. Wir haben uns an Dativ gewöhnt, wir haben uns gewöhnt, irgendwelche Leute schlecht zu machen oder noch schlechter zu machen. Wir haben uns daran gewöhnt, negativ zu sein, nicht positiv zu sein. Wir haben uns daran gewöhnt, zu echauffieren, zu kalibrieren, zu forcieren, zu sagen, so muss das sein. Punkt. Und wem haben wir das zu verdanken? Richtig. Wir haben es zu verdanken von neuartigen Schauspielern aus der Welt der Politik. So, wenn ihr mal hinschaut, wer vor der laufenden Kamera ist und da spricht und wer sehr, sehr, sehr viel Geld verdient, Herr Lauterbach und Co., ist klar, wenn man so viel Geld verdient, ist doch wohl logisch, dass man so etwas verbreitet. Ne? So, meiner einer ist selber schuld, ich bin wirklich selber schuld, dass ich das gemacht habe und dass ich das mache. Ich bin auch selber schuld in die Welt, beruflich eingestiegen zu sein, das ist halt meine Schuld, die trage ich und die werde ich auch tragen weiterhin und bin nicht böse dessen, dass das so ist. So, es ist halt so. Natürlich werde ich niedergemacht, natürlich bin ich ein Spinner, ein Idiot, keine Ahnung, das ist halt so, das gehört irgendwie dazu, es ist halt so. So, Einige machen das ja extra, einige machen das so extra, dass sie einen verletzen wollen. Sie wollen einen verletzen, deswegen machen sie das. Deswegen, sie knien sich regelrecht hinein, um diese Person zu verletzen. So, wenn das digitale Zeitalter eine sogenannte Verletzung ist, wenn das digitale Zeitalter genutzt wird, um andere Menschen zu verletzen,
dann sollte man sich wirklich fragen, ob diese digitale Zeit wirklich tatsächlich nutzbar ist. Und diesem Video bzw. dieser Videoclip ist entstanden, weil ich über Win 11 nachgedacht, weil Win 11 kommt ja jetzt. So, dieses Video wird in Gedenke des 4. Juli unabhängig, diese sogenannte Unabhängigkeit, ja, und den Weg zum Zwang. Der Weg zum Zwang ist halt, einen Computer zu besitzen, ein Phone zu besitzen, ein Tablet zu besitzen, irgendetwas Technisches zu besitzen, um mitmachen zu können. Und zum Abschluss noch einmal, versteht mich bitte mal einmal richtig, wenn das nicht mein Beruf wäre, würde ich das nicht machen. Und niemand, wirklich niemand auf diesem Planeten hätte jemals gewusst, dass es mich gibt. Punkt. So, jetzt bin ich eine öffentliche Person seit über 60 Jahren schon. Und seit über 60 Jahren habe ich mit dieser Art von Technik zu tun, davor und dahinter oder nur als Hilfskraft oder halt als Kraft dessen, die sagt, Licht an, Spot over, Kamera läuft. Action, please. Klack. Ja, also was. So, ihr habt das gute Stück vernommen. Das bedeutet für mich, dass ich da jetzt wie hingehe und nachsehe, wer mir da elektronisch wieder was zukommen lassen. Das da ist positiv, nicht negativ. So, ich bekomme Gott sei Dank positive Sachen. Und wenn es mal negativ wird, dann hat jemand schlechte Laune. Dann muss ich diese Person natürlich wieder beruhigen. Auch elektronisch, versteht sich. So, wer, wie gesagt, da jetzt mich recalled hat, wer mir da eine, früher nannte man das SMS, Sadomaso, heute heißt das WhatsApp. WhatsApp, wisst ihr noch? Genau, wisst ihr wirklich noch, wie die Werbung war? WhatsApp? Hm? Ach ja. Also ich möchte mich auf diesem Wege auch recht herzlich mal entschuldigen, dass ich ein völlig normaler Mensch bin. Ich muss mich zwingen, irgendwie doof zu sein, dauernd ohne Verstand. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe viel zu viel gelernt und ich habe es gerne gelernt und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, gelernt zu haben. Ich sehe der Ludewig zu, ich sehe euch zu, wie ihr arbeitet bei Sat.1 RTL. So gerade eben, und somit ist das Video auch gedanklich entstanden, Cobra 11. Sechs Tage noch kann ich Cobra 11, die letzte Staffel, sehen auf TV Now. Ihr müsst halt bis Ende Juli warten, Anfang August läuft die dann im offiziellen RTL-Modus. So, ihr seht, ich sollte doch mal dahin gehen, weil die haben schon umgeschaltet. Ne? Also wenn der eine Ton kommt, ist das WhatsApp, kommt dieser Ton, ist das Telegram. Ne? So, wenn dieser Ton kommt, sind sie schon bei Telegram. Also die fragen sich, wo bleibst du? Warum kriege ich keine Antwort? Versteht ihr, was ich meine? Also ich lasse mich natürlich nicht zwingen, aber ich gehe dahin. Für mich ist das so eine Art Aufhören, das Video wurde zu lang. Und wie gesagt, die Musik, die ihr bekommt und hört und seht, mache ich selber. Ich halte das gute Stück immer hoch. Ne? Wie gesagt, ich habe auch gerade einen Musiker. Ne? Also wie gesagt, ich werde euch das irgendwann mal vorführen. Ja, mal gucken. Ne? Ich frage mich gerade, wie soll ich 1000 Klicks bei TikTok bekommen, damit ich auch mal live on air gehen kann. Keine Ahnung. Da das nicht klappt, gewöhnt euch dran. 3 Minuten, 60 Sekunden, 15 Sekunden und jetzt gehe ich ja, zu WhatsApp und zu Telegram. Macht's gut und nehmt das alles nicht so ernst. Videoclips ist ein Spaß. Es ist ein Spaß, mit euch zu kommunizieren. Es ist ein Spaß, mit euch irgendwie in Kontakt zu treten. Überwiegend seid ihr ja Kunden. Und Kunden zu erklären, dass das hier jetzt Spaß ist. Es ist freiheitlicher Spaß, Freizeit. Dass das hin und wieder auch während der Arbeit passiert, als Job-News, ich weiß, ist nicht so einfach zu erklären. Ne? In einer freien Minute während der Arbeit Job-News zu machen,
sagt das Wort. Es ist dennoch in dieser Zeit, wo die Kamera angeht, eine Freizeitzeit, die ich halt irgendwie nutze. Und wann ich diese Job News on Air bringe, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Muss ich mal schauen. So. Ich begrüße alle total und recht herzlich. Ihr wisst, dass ich das ernst meine. Und ihr wisst, wer ich bin. Und ihr wisst, warum ich das mache. Aus Spaß. Es macht Spaß. Mehr nicht. Okay?